Herr Ibel, Sie waren 12 Jahre der Beauftragte für Städtepartnerschaften. Warum hören Sie auf? Also es ist besser, man geht freiwillig, als man wird rausgetragen. Es wird auch Zeit, dass mal andere sich da betätigen. Was waren die Höhepunkte Ihrer Tätigkeit? Das waren die 3 Jugendcamps, die wir veranstaltet haben, mit hier in Neumünster, in Gravesham und in Koschalin und natürlich in Parchim. Was ist denn Ihre Lieblingspartnerstadt? Oh, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich bin allen 3 Städten sehr zugetan. Es gibt diese Verbindungen zu den Verwaltungen und zu den Menschen, die mir liebenswert sind und ans Herz gewachsen. Deswegen auch ein weinendes Auge, wenn ich gehe. Aber ich gehe davon aus, dass diese menschlichen Kontakte auf die Bevölkerung insgesamt weiter übertragen wird. Was sind eigentlich die Aufgaben eines Beauftragten für Städtepartnerschaft? Ich würde das Ganze unter die Überschrift stellen, Europa und internationale Beziehungen, Friedensmission im kleinen Rahmen, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, und dass man sich gegenseitig kennenlernt, denn wer sich kennt, der schießt nicht aufeinander, der schlägt sich nicht, sondern der trinkt auch miteinander mal einen Schluck Wein oder ein Bier. Frau Schettiger, Sie haben lange mit Herrn Ibelherr zusammengearbeitet. Es ist an der Zeit, sein Schaffen zu würdigen. Was hat ihn ausgezeichnet? Also, dass er so unglaublich aktiv war und sich immer um viele, viele Kontakte bemüht hat und die Kontakte über viele Jahre aufrechterhalten hat. Selbst als die Pandemie ausbrach, hat er immer noch irgendwie über E-Mail, über Zoom immer die Kontakte aufrechterhalten. Und hat immer alles sehr intensiv vorbereitet, wenn wir unterwegs waren. Also da musste man sich nicht viel drum kümmern. Er wusste, mit wem reden wir, wo fahren wir hin. Also das war immer, und natürlich gemeinsam mit Herrn Böck. Das war immer sehr, sehr professionell und sehr positiv. Ist die Nachfolge geklärt? Die Nachfolge ist geklärt. Wir haben jetzt Frau Claudia Digneite, die jetzt das neue Amt übernommen hat und die natürlich auch aus Süddeutschland kommt, aber viele, viele Jahre hier im Norden lebt und sehr viel in der Welt unterwegs war und deswegen auch prädestiniert ist für diesen Job. Große Fußstapfen, in die Sie jetzt treten. Allerdings, also das wurde mir heute noch mal richtig bewusst, was Herr Ibel hier alles geleistet hat. Das ist wirklich beachtlich. Und wie Frau Schettiger auch sagte, es war nun sehr schade, dass in seiner letzten Zeit die Pandemie kam. Es ist vieles zum Erliegen gekommen, ja, was jetzt halt auch wieder neu belebt werden muss. Und das ist ja jetzt Gott sei Dank nicht so ein Problem von mir. Ich erlebe das auch von anderen Vereinen. Durch Pandemie ist vieles zum Liegen gekommen und viele fangen fast wieder von vorne an. So würde ich das jetzt nicht sehen. Es gab ja Kontakte auch über Zoom und so. Aber ein Stück weit geht es jetzt darum, das, was vorhanden ist, wieder zu beleben, mit Leben zu füllen. Möchten Sie noch was loswerden, ein Schlusswort? Ich wünsche der Städtepartnerschaft viel Erfolg, meiner Nachfolgerin viel gute Kontakte und dass Neumünster von diesen Städtepartnerschaften weiterhin profitiert.